Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 3. Hier in Folge 6 sind wir auf dem Weg zur Magierakademie, haben schon in der letzten Folge den ersten Boss besiegt. Können wir natürlich sehr empfehlen, die letzte Folge. Wer es noch nicht gesehen hat, da wurde ordentlich gekämpft und wir haben gewonnen. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Und was machen wir jetzt in dieser Folge? Wir versuchen immer noch die Akademie zu finden. Obwohl, wir rasten total aus in dieser Folge. Das tun wir in jeder Folge. Wie Timo gerade demonstriert. Moment, Leute, kommt mal nochmal nach unten. So, hoch mit euch. Das ist gut. Holt mal den Scheiß. Ich kann die Tür nicht mehr lange aufhalten. Na, ist jemand nach rechts gegangen? Ja, ich war da, aber irgendwie bin ich verschwunden. Okay. Endlich sind wir den blöden Amadeus los. Ja, tschüss. Pass auf, wo bin ich? Oh, hier bin ich. Sehr gut, dann hast du alles geholt, ne? Warte, hier unten waren wir noch nicht. Komm nochmal hoch. Ich bin tot. Da geht's weiter. Ach so. Yeah. Gut. Bravo. Seid ihr sicher, dass es hier nicht weitergeht? Okay, vielleicht geht's auch hier weiter. Na, egal, lassen wir erstmal. Schauen wir uns das hier mal an. Boah, hier sieht man nur die schöne Astralakademie. Jupp. Oh, da ist noch ein Fass. Okay. Weiter geht's. Weiter going. Du, 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 du. Oh, oh. Stacheln. Ha, das klappt immer noch mit dem Hochklettern. Sehr gut. Da oben scheint doch jetzt nichts mehr zu sein, oder? Nö, ich wollte nur ausprobieren, ob es noch geht. Dann weiter geht's. Oh, oh, gleich kommen Gegner. Ein großer. Anlegt schon so lange und hab nicht das geringste gefangen. Wie viel Pech kann man haben? Schließ ihn nicht ab. Klar. Wieso? So eine Frechheit. Dann soll er uns mal angeln, ne? Ich geh mal anbeißen. Und Enttäuschung gehören zum Leben dazu, mein Kleiner. Kann man hier vielleicht rumschauen? Ah, ich kann an seiner Angel ziehen. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Hallo? Jetzt hat er mich doch geangelt. Ich gehe nicht nach Hause, bevor ich nicht irgendwas gefangen habe. Ich häng doch an der Angel, Mann. Komm, ich gebe ihm das hier. Okay. Das ist sein Angelhaken, oder? Ja. Muss ich mich daran hängen? Ich kann mich nur an seine Angel hängen. Nee, der freut sich bestimmt, wenn man ihn Oh, das warte, gibt. Da ist ein Fisch dran. Ah, perfekt. Was hat der für ein Loch im Kopf da oben? Endlich! Es gibt Fisch zum Abendessen. Sieht aber nicht so gut aus. Wollen wir trotzdem nochmal tauchen hier unten? Ja. Ja. Na komm, nimm dir das Ding. Sehr schön. Okay, tauchen wir erstmal hier. Mach's gut, du merkwürdiges Vulkanloch irgendwas. Ja, ne? Vulkantroll. Vielleicht ist es ein Trine-Gorone. Oh. Alles ist möglich. So, der Teich ist leer gefischt. Hier hinten könnte es vielleicht weitergehen. Wo ist hier hinten? Moment. Erstmal Luft schnappen und tauchen. Hier. Timo, komm mal. Ich glaube, da ist nichts. Naja, gut. Also da war ich. Ich konnte dann nicht weiter tauchen. Gut, dann raus hier. Weiter geht's. Lustig hier, der Typ, der angelt. Oh, wo bin ich? Oh, immer noch im Wasser. Planscht immer noch rum. Dauert denn so lange? Sehr
Sehr schön. Hm. Oh, Ziegen. Yeah. Ziegen. Spring drauf. Ziegenrodeo. Ja. Whee. Da oben ist... Ja, oh. Schon Trolls. Nee, Kobolde, was auch immer. Ja, ich weiß nicht, das sind solche Müllwesen oder sowas. Wurzelmänner. Ach, die. Oh, gute Kombo, Timo. Du hast zwei auf einmal rumgeniedet. Alles klar, Timo. Timo, sie sind tot. Lass gut sein. Klingt wie ein Wahnsinniger. Entschuldigung. Lass gut sein, Timo. Die Attacke funktioniert einfach gut. Komm mal her. Okay. Da ist noch ein Wagen. Hm. Wir müssen irgendwie hier aufs Dach. Alex, dein Typ ist gefragt. Moment. Dann verschwindet von hier. Hör. Oh, verdammt. Ja, die Mühlen, wie wir sie alle kennen. Bin ich denn jetzt? Du wurdest platt gemacht. Oder du bist in den Abgrund gehopst. Das ist ja komisch. Danke. Nice. Wow. Es macht Spaß. Du bist ein wahnsinniger Timo. Man kann es nicht auch genug irgendwo betonen. Ne? Müsste hier sein, ja. So, was geht hier? Keiner weiß es. Und hier einfach weiter, jo. Noch mehr Wegeplanung deiner Kollegen? Sie werden sich garantiert irgendwas dabei gedacht haben. Halt deine Füße still, Timo. Ich mache gar nichts. Aber wir wissen, was du vorhast. Nein, mache ich nicht. Wir könnten ja runterfallen. Okay, hier ist das nächste Riesenrad. Okay. Juhu, Riesenrad! Okay, wir müssen uns rüber Riesenratten. Ups, da. Ja, Mist. Ah, hier sind so Wände, wo man sich dranhängen kann. Ja, aber passt auf. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Nicht? Okay, ich bin irgendwo da oben. Ja, da. Okay, komm rüber, Timo. Mhm. Sonst kommt die Kamera nicht mit. Stampf. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich da nun hinkomme. Stampf. Wahrscheinlich so. Und gegen die Wand hüpfen. Hopp. Sehr schön. Habt ihr nicht irgendwas vergessen? Nö. Okay. Ich wollte nur, nur nachfragen. Man muss X drücken. Na, du musst so lange drin stehen bleiben, bis dieser Kreis ja, vollständig. Ich glaub, hier kommen wir da oben hin. Ja. Ich hoffe, da ist. Nee. Okay. Klettern wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, stimmt. Gut. Alles klar. Fall ich die Kiste da noch mit. Kommen wir da noch weiter? Und rüber jumpen. Und go. Ja, nice. Perfekt. Kriegst du extra noch eine Kiste? Oh, danke. Nee, die brauche ich nicht. Nein? Okay. Oh, ein bisschen im Weg. Au. Das hat wehgetan. Das war diesmal nicht meine Schuld. Nein, nein. Oh. Bin ich hin? Ja. Ja. Hab's nicht geschafft. Da musst du gleich hier wieder auftauchen. Hoffentlich. Oh. Ich zeige schon mal an, wo es weitergeht. Sehr schön. Kein Problem. Verdammt nochmal. Alex. Ich überlebe für uns. Sehr schön. Da oben geht's aber noch. Nee, Pflanzenmänner. Ja, das ist mein Job. Aber links oben gibt's noch Sachen, ne? Ja, holen wir gleich. Erstmal müssen die Dinger hier dran glauben. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann holen wir den Rest. Gut, ab nach links wieder. Es sind noch ein paar Fässer für uns. Aha. Okay. Hör, Walter. Ah, so. Hier geht's ja noch weiter. Und dann. So.
ganz vorne und dann. Uah. Geht's da noch weiter? Nee. Okay. Sweet. Wieder was gefunden. Und da ist noch mehr. Kann man walljumpen? Ah, verdammt, falsche Richtung. Es ist ein Job für die Kiste. Ein Job für die Kiste, ne? Jo. Ah, das wär's. Sauber. So, weiter? Weiter. Ja. Ein paar Minuten haben wir noch. Gut. Pflanzenmänner. Pontius, du bist mit uns gekommen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Aber warum sollte Pontius der Mutige freiwillig auf seine magischen Kräfte verzichten? Da sind Äste, die wir kaputt machen können. Ziemlich ungerecht. Welche magischen Kräfte? Nur auf eine sozioökonomische Klasse abzielt. Hä? Wie bitte? Wir retten ständig nur Könige und Prinzessinnen. Was ist mit den Schafen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hätten wir gebraucht, um nach oben zu klettern. Quatsch! Da oben ist noch was, ich sag dir das. Ach so. Doch nicht. Alles klar. Dann zieh mal dran. So, der Sonstabas-Express ist da. Wer möchte mitfahren? Ich. Gut, und go. Ja, und go. Was ist der Plan? Alex, du musst das hier jetzt regeln. Nee, du musst eine Arschbombe machen. Ja, mach eine Arschbombe drauf. Cool, damit fallen sogar die Dinge auf den Boden wieder hoch. Zauber doch mal was, Zauberer. Was soll ich denn hier bitte schön zaubern? Du sollst es hochschieben mit einer Kiste von unten. Oh, gute Idee. Ich hoffe, das funktioniert. Hm? Ah, Tatsache. Gut, gut. Und go. Sieht aus, als ob man da stampfen könnte, Timo. Wo? Hier? Irgendwo? Ja, hier, wo ich gerade bin. Aber jetzt noch nicht. Ja, hier ist noch ein Ring in der Wand. Ja, ich habe gerade dran gezogen, der wollte nicht. Ah, okay. Hier kann man irgendwie klettern. Müssen wir erstmal ein bisschen schaukeln. Dumme so. Kiste, komm schon. Das war nicht geplant. Okay. Na, fast. Kann man sich da nicht dranhängen gleich? Warte. Und go. Ja. Ja. Wow, nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Nicht nur. Ah, ich bin weg. Ich bin bei Mo. Gut. Kamera, kannst du trotzdem hierher kommen. Okay. Gut, weiter geht's. Müssen wir nicht da hinten lang irgendwo? Ja. Hey, du hast es getroffen. Ja. Dachte, ich übe mal ein bisschen mit dem Zielen. Ja, rechts ist nichts mehr, ne? Ja. Komm, lass hier weiter. Gut, können wir hier rüber? Yep. Nice. Ja, und hau mal die Fässer hier kaputt. Hehehe. Sehr schön. Da ist doch garantiert noch was hinter den Ästen. Welche Äste? Diese. Jetzt auch rein, gleich weiter. Secret. Oh, geht's hier weiter? Nee, geht's weiter. Aber ich glaube, wir haben auch alles. Hast du da? Haben wir alles? Yep. Pflanzenmänner! Vorsicht, Kanonen! Timo! Oh, warte, da ist ja noch einer unter uns. Ja, da ist noch einer. Da war einer. Oh, da kommen noch mehr. Okay. Alright. Noch mehr. Ah, noch mehr. Dann komm mal hier, meine Freunde.
Nice. Ah, da ist auch noch einer. Ach, hinter dir. Angegriffen. Aua. Nichts kann man sich hier verlassen. Dann, wie kommt man da hoch? Können wir die Kugel nochmal hier gegen die Wand donnern? Oh, natürlich. Sieht brüchig aus. Zeig mir, wo sie brüchig ist. Na da. Ah, da. Okay, Moment. Einmal Kugel, kommt gleich. Ah, sehr gut. Wow, gut gesehen. Die guten Zelda-trainierten Augen. Wir haben schon 130 von 150 Trine-Ecken. Ja, wie sieht's aus? Aber in dieser Folge werden wir leider keins mehr holen können. Denn die Zeit ist mal wieder rum. Alle auf die Kugel! Oh, nein! Alle auf die Kugel posieren fürs Folgenende. Na, ist egal. Machen wir so. Ich will auf die Kugel. Ja, komm. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Boah, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.